Nein, also so kommt man jetzt nicht unbedingt auf Angela Merkel. Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zu einem neuen Video. Heute finden wir Gronkh, denn heute spielen wir das Wikipedia-Spiel. Und das geht folgendermaßen. Wir sind gerade auf der Wikipedia-Seite von Gronkh und werden auf zufällige Artikelanzeigen klicken. Und dann müssen wir nur noch über diese blauen Verlinkungen wieder zurück auf die Seite von Gronkh. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Zufällige Artikel. Geraldine Peroni. Ja! US-amerikanische Cutterin, oh Gott. Cutter-Film. Das ist aber schon mal gar nicht so schlecht. Wir sind schon mal in der richtigen Richtung. Premiere? Die Frage ist, gehen wir jetzt über Film, über das Videoschnittprogramm? Ich weiß es noch nicht. Digitalisiert? Also gehen wir mal über Premiere. Nee, ich glaube nicht. Verdammt. Wir können nicht mehr zurück. High Definition Video. Das kommt doch YouTube relativ nah schon mal. Full HD. Computer. Ich glaube, Computer ist gut, oder? Videospielkonsole? Nee, ich glaube Computer. Oh, fuck. Entwicklung im 21. Jahrhundert. Oh, hier sind... Bekannte Computerhersteller. Wir müssen irgendwie auf die YouTube-Seite am besten kommen. Ich habe jetzt auch Angst, irgendwie komplett... zu verkacken und dann irgendwie rauszukommen, wo wir, keine Ahnung, wie, wo, was, ne? Wir gehen mal auf BenQ, komm, die machen doch Sponsoring für irgendwelche Online-Sport-Dinger. Unterhaltungselektronik. Ja, Waschmaschinen zum Beispiel, da kommen wir doch bestimmt auf Gronkh. Computerspiele. Oh. Bei Computerspielen muss es doch auch bestimmt Let's Plays geben irgendwo. Gamescom? Gamescom ist gut. Also Gamescom können wir uns schon mal vormerken, wenn wir nicht Let's Plays finden. Aber Gamescom ist schon mal gar nicht schlecht. Aber irgendwo, es muss doch irgendwie die Kategorie Let's Plays geben hier oder hier drunter, weil, also, ist schon ein großer Teil so von Videospielen irgendwie. LAN-Partys, nein. League of Legends, Counter-Strike. Minecraft wäre ganz gut. Das kann doch nicht sein. Kunstformen. Monkey Island 3. Oh, die Frage ist, gehen wir jetzt über Monkey Island oder über die Gamescom? Fuck. Aber wir können ja, wenn wir auf Monkey Island sind, können wir eigentlich wieder zurück auf Videospiele, theoretisch. Also da brauchen wir keine Angst haben, aber hier unten ist nichts mehr. Ich gehe einfach mal auf Monkey Island. Er hat auch keine, zufälligerweise keine Sprecherrolle, ne? Steht hier nicht irgendwas von Gronkh? Fuck. Point and Click. Ja, müssen wir wieder auf Computerspiele zurück. Wir gehen mal über die Gamescom, glaube ich. Ich glaube, wir gehen mal über die Gamescom, das ist ganz klug, wenn wir die Verlinkung noch finden. Aber keine Let's Plays hier, das ist ja traurig irgendwie. Gamescom, okay. Video Days. Die Video Days sind die jährlichen Treffen der deutschen YouTube-Szene. YouTube. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie zurückkommen auf Gronkh. Irgendwo, Moment. YouTube-Kanal. Gronkh! Ja! Wir haben es geschafft! Von diesem einen Typen da. Oh Gott. Aber es ging. Es ist machbar. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde und nehmen diesmal eine andere Persönlichkeit. Und zwar nehmen wir einfach mal LeFloid und gucken, wie wir darüber wieder zurückkommen. Es könnte vielleicht sein, dass wir über das Merkel-Interview da was finden. Aber wir klicken auf jeden Fall mal auf zufällige Artikel. August von Saugen Julienfelde. Ja, geilo. Cool. Cooler Typ auf jeden Fall. Okay. Ja, Befreiungskriege gegen Napoleon, das ist aber genau unser Ding. Guck mal, vielleicht können wir ja wirklich über das Interview von Merkel darüber. Vielleicht Eisernes Kreuz? Deutsche? Nein, also so kommt man jetzt nicht unbedingt auf Angela Merkel, aber irgendwie müssen wir ja doch... Also, man kann ja noch einen Schritt weiter gehen nach dieser... Da, Bundesrepublik, genau. Glaube, so wird das nichts. Ich glaube, wir müssen wieder gucken, dass wir auf YouTube kommen. Das ist jetzt ein bisschen scheiße an dieser Stelle. Deutschland. Gesamtdeutschland. Berlin. Oh, also er kommt auch aus Berlin. Gibt's vielleicht berühmte Persönlichkeiten in dieser Stadt? Persönlichkeiten, genau, da. Ist der Ehrenbürger von Berlin? Ich glaube nicht, dass LeFloid Ehrenbürger ist. Aber wir können ja mal gucken, was es hier so gibt. Ah, oh. Ich glaube, irgendwie kommen wir auch über diese Liste nicht weiter. Aber das, warum sind denn keine YouTuber berühmte Persönlichkeiten? Medien, Personen, Medien, Berlin. Ja, vielleicht bei F, wie Florian. Nein. Achso, das wird nach Nachnamen sortiert, da müssen wir bei M gucken, wie Mund. Nein, Dorothea Melis hat einen Wikipedia-Artikel unter berühmte Persönlichkeiten, aber nicht Florian Mund. Oh Mann. Aber Merkel gibt's wahrscheinlich auch nicht, ne? Die kommt ja nicht aus Berlin. Fuck.
Gehen wir mal einfach auf irgendeinen hier. Stefan Heinecke. Journalist. Journalist ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Journalist. Ja. Online-Journalismus. Oh, oh, oh. Wir kommen der Sache näher, glaube ich. Nein, doch nicht. Podcast. Das ist überhaupt kein Podcast. Nee. Twitter, Facebook, Social Media. Wir bewegen uns, glaube ich, in der richtigen Richtung. Web 2.0, Blogs, Online-Community. Online-Community könnte gut sein. Die Frage ist halt, riskieren wir es, auf diesen Link zu setzen oder versuchen wir, es anders zu machen? Wir gehen mal auf Online-Community. Das war falsch. Fuck. Plattform. Soziale Netzwerke. Oh fuck, ich glaube, jetzt verfahren wir uns hier richtig. Gibt es nicht irgendwie YouTube oder irgendwie so? Hier muss es doch auch was davon geben. Shitstorm. Xing, oh Mann. Google Plus. Oh, Google Plus könnte ehrlich gut sein. Wenn YouTube, also darüber könnten wir vielleicht auf YouTube kommen. Ansonsten haben wir noch die Google-Firma an sich. Da ist ja auch YouTube dabei. Oh Gott, ey. Hier muss doch irgendwie, es muss doch irgendwie möglich sein, von hier auf YouTube zu kommen. Aber wir gehen mal auf Google Inc. Wir gucken einfach mal, was es hier so gibt. So, jetzt muss ja hier eigentlich so das geben, was alles so dazugehört, oder? Dienstleistung. Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Videos, YouTube. Ja, YouTube-Kanäle und LeFloid. Oh mein Gott. Ja, das hat ja genauso gut geklappt, wie wir es uns gedacht haben. Aber es hat geklappt und ich bin relativ stolz sogar auf mich. Und ich glaube, er freut sich auch. Wenn euch diese Reise gefallen hat, dann könnt ihr sie auch nachspielen auf wikipedia.org. Es ist ganz leicht und kostenlos. Schreibt mal in die Kommentare, mit welchen Personen ihr es versucht habt und wie ihr es ungefähr geschafft habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.